Am Donnerstag lädt die Fraktion für Innsbruck zur letzten Pressekonferenz vor der Stichwahl. Christine Oppitz-Blörer ist es ein Anliegen, dass die Innsbruckerinnen und Innsbrucker schon vor der Stichwahl wissen, in welche Richtung der politische Weg gehen soll. Dass sie sich bei einer Bürgermeisterin Oppitz-Blörer darauf verlassen können, dass die politische Mitte in Innsbruck gefestigt ist. Aus diesem Grund haben wir uns in 5 Eckpunkten in inhaltlicher Art und Weise mit den Fraktionen abgestimmt. Es war aber die SPÖ, die erst Verhandlungen nach den Wahlen machen möchte und seitens der ÖVP keine inhaltliche Punktation. Inhaltliche Eckpunkte, und zwar 5 Punkte, sind mit den Grünen zustande gekommen. Diese Gespräche werden von grüner Seite bestätigt. Wir Grüne haben mit allen Parteien gesprochen und nur mit Für Innsbruck war eine Einigung auf 5 Eckpunkte möglich. Uns Grüne geht es nicht um Show, sondern um die Zukunft Innsbrucks und das haben wir, also wollen wir vor der Stichwahl geklärt haben. Für eine stabile Regierung braucht es in der Koalition mindestens 3 Partner. Die Grünen wären fix mit im Boot. Folgende Punkte wären wesentliche Säulen einer gemeinsamen Arbeit. Es geht ganz stark im Bereich Stadtentwicklung, wo wir im Sinne eines Stadtentwicklungskonzeptes eine Erweiterung des Gestaltungsbeirates haben wollen. Energie, Mobilität, Budget natürlich und ein friedliches Miteinander. Für Innsbruck und die Grünen wollen für alle gemeinsam eine Heimat der politischen Mitte anbieten. Als Heimat der politischen Mitte definiere ich die gestaltungswilligen Kräfte, die in Innsbruck auch weiterhin moderne Stadtpolitik machen wollen. Es war bereits im Jahr 2006, wo Hilde Zach versucht hat, diese Kräfte in der Stadtregierung alle einzubinden, dass man Verantwortung auch übernimmt für die Arbeit in der Stadt.